Herzlich willkommen bei Sleven Streamt Sport. Wir spielen heute Tour de France 2023, ein Spiel, das ich persönlich schon ein, zweimal gespielt habe, aber immer nur relativ kurz. Warum? Weil ich persönlich eher den Cycling Manager bevorzuge, aber ich dachte mir, zur Tour de France 2023 wollen wir das mal ändern und parallel auch die Etappen hier in diesem Spiel zocken. Ich habe das Spiel hier auf dem PC und ich konnte mich an die Steuerungen überhaupt nicht mehr erinnern. Deswegen habe ich das Training absolviert. Das kann ich hier euch nur empfehlen. Die ganzen Dinge haben oben rechts jetzt einen grünen Haken, weil ich das schon gemacht habe. Ja, man lernt die Steuerung. Das ist erstmal das Wichtige und vor allem lernt man auch, wie man den Teamfunk verwenden kann. Aber dazu kommen wir gleich später. Wir werden ein ganz besonderes Projekt in Angriff nehmen, nämlich das Bergtrikot mit Simon Geschke. Dafür spielen wir natürlich die Tour de France. Ihr seht hier, man kann auch andere Rennen spielen. Also es ist nicht nur so, dass man die Tour spielen kann, sondern es gibt diverse Rennen, zum Beispiel auch das Critérium du Dauphiné, Paris-Nizza, die, ich schätze mal, Eneco-Tour soll das sein. Dann die Open Tour. Was das genau ist, weiß ich nicht. Es hat ja teilweise andere Namen. Von daher muss man das einfach selber mal rausfinden. Wir spielen mit der Schwierigkeit Profi, einfach weil wir noch nicht wirklich so gut genug sind und werden jetzt direkt reinstarten in die Tour de France. So, das war ein kleiner Vorschaubildschirm. Jetzt geht's los. Wir wählen Cofidis. Wir wollen das Team nicht ändern. Da müsste ja Geschke dabei sein. Wow, ja, das war schon mal eine geile Vorstellung, oder? Das wünsche ich mir mal für den Cycling Manager. Also Start und Ziel in Bilbao und es gibt ordentlich Bergwertungen, auch wenn es noch keine Bergwertung der ersten Kategorie gibt. Aber die der zweiten Kategorie, die gibt schon mal fette Punkte. So, wie geht's weiter die nächsten Tage? Wir müssen auf jeden Fall auf der fünften und sechsten Etappe in die Gruppe, weil da gibt es sogar jeweils einmal eine Ohr-Kategorie und hier bei der sechsten sogar zweimal eine erste Kategorie noch mit dazu. Also das ist heftig. Dementsprechend starten wir direkt rein, um nichts zu verlieren. Ja, so die Steuerung können wir uns hier mal angucken. Die ist bei mir zwar hier falsch angezeigt, weil ich mit der PS4 spiele. Und das waren, glaube ich, die Anzeigen für die Xbox, wenn ich mich nicht täusche. So, wir wählen Simon Geschke aus. Den Namen habe ich, wie gesagt, geändert. Der ist eigentlich Ladies and Geschku. gentlemen, welcome to the Basque Country for the Grand Départ this Tour de France 2023. Very demanding with its 3,300 meters of climbing, this stage should crown one of the aces in the peloton. We'll have the privilege of putting on Ja, the dann first ganz kurz zur European Frage, champion was of ist der this tour. Unterschied zwischen dem Cycling Manager und eben diesem Spiel hier Tour de France? Der Unterschied ist, dass ich hier den Fahrer, wie ihr seht, mit meinem Gamepad komplett selbst steuern muss, während ich beim Cycling Manager der Manager bin und auch Transfers und was weiß ich, Verträge, Mitarbeiter, Training, alles selbst machen muss. Hier hingegen ist es eher so, dass ich den Fahrer selbst steuere bei einer Rundfahrt. Um die ganzen Management-Dinge muss ich mich nicht kümmern. So, wir reisen auf jeden Fall mit Geschke aus. Ich hoffe, dass das jetzt erstmal reicht, um ordentlich sich einen Vorsprung rauszuholen. Das Feld ist schon 44 Sekunden hinter uns. Ich hoffe natürlich, dass ich noch einen Begleiter bekomme. So, jetzt geht es bergab. Das finde ich immer super schwierig, auch mit den Bremsen und so weiter. Aber das haben wir ja jetzt ganz gut hingekriegt. Ich hoffe, dass jetzt da noch ein Begleiter mit dazukommt, weil alleine möchte ich eigentlich nicht die ganzen Kilometer fahren. So, mit der Steuerung habe ich immer noch ein paar Probleme, wie ihr sehen könnt. Das Menü kann ich euch gleich nachher noch ein bisschen erklären. Rechts unten sehen wir auf jeden Fall einen blauen Balken. Das ist der allgemeine Energiebalken. Und wir sehen einen roten Balken, das ist der Angreifen-Balken. Also das heißt, wenn ich attackiere, dann wird dort was abgezogen. Und der gelbe Balken, der sagt was über die Geschwindigkeit aus, die ich aktuell fahre. Je nachdem, wie viel der gefüllt ist. Also wenn ich jetzt richtig drauf drücke, dann ist der komplett voll. Ich würde jetzt gerne, jetzt muss ich gleich mal kurz Pause drücken.
Denn ich würde gerade gerne was umstellen, wenn ich das richtig sehe. Kann ich doch einstellen, dass ich die Geschwindigkeit regeln kann? Ich finde es jetzt leider nicht, was ich einstellen möchte. Sehr schwierig. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich kann rechts diese blauen und roten Begrenzungen eigentlich verändern. Nur funktioniert das manchmal nicht. Ich habe noch nicht herausgefunden, wann ich das verändern kann und wann nicht. So, jetzt gibt es Attacken hinten von Oss unter anderem und von Andersen. Ich hoffe, dass die jetzt zu mir nach vorne kommen. Dann hätte ich zwei Begleiter. Und die wären am Berg wahrscheinlich sogar schlagbar. Die müssten eigentlich jetzt dann irgendwann nach vorne kommen. Aber ich kann mich nicht umdrehen, wenn ich selber steuern muss. Da fahre ich irgendwo nach links oder rechts raus. So, wir machen das Ganze jetzt erstmal gemütlich. Spannend wird es, wie gesagt, wenn es zu den Bergwertungen geht. Und wenn ich Begleiter habe. So, Gruppe Andersen heißt es jetzt schon. Feld ist schon 2 Minuten hinter uns. Also das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich werde das jetzt nicht durchziehen und die versuchen loszuwerden hinter mir. Ich möchte, dass die so schnell wie möglich aufschließen. Deswegen fahre ich ein bisschen langsamer. Das Coole an dem Spiel ist wirklich, dass man sich einen Fahrer raussuchen kann und mit dem einfach ein persönliches Ziel verfolgen kann. Man kann auch ganze Saisons spielen. Also es ist nicht nur so, dass man nur eine Rundfahrt spielen kann. So, die haben immer noch 40 Sekunden Rückstand. Während ich hier Schlangenlinien schon fast fahre. Muss, glaube ich, einmal nochmal ein bisschen langsamer fahren. So, jetzt kommen sie schon näher. Und wenn ich hier auf meinem PlayStation-Controller den Kreis drücke, das werde ich gleich machen, wenn die Fahrer aufgeschlossen haben. Muss ich hier erstmal bergab klarkommen. Hier kann ich jetzt, glaube ich, auch so eine aerodynamische Position einnehmen. Genau, seht ihr das? Mit R1. Gut, lohnt sich natürlich nicht, wenn man so langsam fährt. Das lohnt sich natürlich nur, wenn es richtig schön bergab geht. So, die Fahrer müssen gleich da sein. Wie gesagt, dann drücke ich mal Kreis und zeige euch, was man noch so einstellen kann. Denn ich kann auch meinen Teamkollegen Anweisungen geben. Und ich kann dafür sorgen, dass die zum Beispiel Tempo machen im Hauptfeld, dass die angreifen oder. Jetzt gibt es hier eine Kurve, jetzt muss ich sogar mal bremsen. Und ich kann eben auch vorspulen. Ich kann dann dem Spiel sagen, ich möchte mit meinen Begleitern kooperieren. Und dann spule ich vor. Und dann kann man solche Etappen relativ schnell hinter sich bringen. Was natürlich bei manchen Etappen, sagen wir, sind wir mal ehrlich, wirklich wichtig ist. So, jetzt müsste die Gruppe eigentlich gleich da sein. Da ist sie doch. So, und jetzt möchte ich gerne mal einen vorbeifahren lassen. Oss haben wir hier. Dann haben wir Andersen. So, und jetzt, wenn ich jetzt hinter einem herfahre. Und dann Viereck drücke. Das muss ich jetzt erstmal hier hinkriegen. So, jetzt habe ich Viereck gedrückt. Jetzt seht ihr, dass bei Oss der Rahmen zu sehen ist. Also das Viereck außenrum in weiß. Und das bedeutet, dass ich dem jetzt einfach folge. Das heißt, ich fahre jetzt einfach die gleiche Geschwindigkeit wie er. Und muss auch nicht mehr lenken. Und das ist natürlich mega angenehm. Vor allem in der Abfahrt kann man sich das schön an jemanden hinten dranhängen. So, in 1,5 Kilometern kommt es zur ersten Bergwertung. Da gibt es nur einen Punkt. Und zwar für den ersten. Heißt natürlich, hier müssen wir uns jetzt kurz konzentrieren. Ich habe das, wie gesagt, noch nicht oft gespielt. Jetzt wird es steil. 900 Meter. Noch halten wir das durch? Bin mir nicht sicher. Ein bisschen würde ich noch warten. Jetzt würde ich aber mal langsam schauen, dass ich nach vorne komme. Keine Ahnung, ob wir das durchhalten können, aber wir müssen es versuchen. Sind auf jeden Fall der beste Bergfahrer in der Gruppe, würde ich mal behaupten. Und da ziehen wir jetzt einfach mal davon. So, das sieht doch gut aus, kostet zwar auch ordentlich Energie, aber das hat doch schon mal geklappt. Sehr schön. Damit sind wir erst in der Bergwertung. Direkt zu Beginn haben wir uns also das Trikot geholt. Und jetzt würde ich gerne wieder langsamer fahren, um auf die Gruppe zu warten. War jetzt natürlich auch leicht für uns, weil die beiden Fahrer erstmal aufschließen mussten. Also die sind ja jetzt lange im Wind gewesen. Jetzt habe ich die direkt abgehängt mit 40 Sekunden. Wahrscheinlich, weil die so gekämpft haben gerade.
mit der Gruppe, dass die wieder hinten rankommen. Und wir sehen hinten bildet sich eine neue Gruppe. So, dann muss ich jetzt wieder bremsen. Finde ich super schwierig zu steuern. Deswegen schwanke ich immer so hin und her. Also das ist echt nicht leicht, auch wenn es leicht aussieht. So, jetzt muss die Gruppe dann mal langsam wieder rankommen. Also richtig attackiert habe ich die. Wollte eigentlich nur die Punkte haben. Aber wie gesagt, bei meiner Generalprobe habe ich ja die Dauphiné gespielt. Und da war es einfach so, dass ich mich echt schwer getan habe, da Bergwertungen zu holen. Deswegen habe ich jetzt hier mal ein bisschen früher attackiert. Wir sehen links auch, dass gerade Fahrer hinter dem Feld rausgefallen sind. Das Feld hat auch nur noch 1,38 Rückstand auf mich. Also da wurde ordentlich Tempo jetzt gemacht und hinten fallen Leute raus. Luzenko, Degenkolb, Costa sind schon rausgefallen aus dem Feld. Das ist krass. Da muss es ja eigentlich fast einen Sturz gegeben haben. So, bis zur nächsten Bergwertung dauert es richtig lang. So, die Gruppe mit Andersen müsste gleich da sein. Dann hänge ich mich wieder hinten dran. Da sind sie wieder, meine Begleiter. Und die ist jetzt größer geworden. Wen haben wir dabei? Eckhoff ist jetzt auch dabei. So, jetzt hänge ich mich mir nochmal hier kurz hinten dran. So, jetzt bin ich bei Andersen hinten dran. Und jetzt drücke ich mal zum ersten Mal Kreis. Dann zeige ich euch mal das ganze Menü hier. So. Wir haben Geschke hier oben. Das ist die Gruppe Geschke und das ist Geschke an sich. Ich kann jetzt bei der Gruppe Geschke was bestimmen. Zum Beispiel, dass wir hohe Geschwindigkeit fahren, dass wir nicht mit dem Gegner kooperieren oder dass wir mit dem Gegner kooperieren. Ich wähle natürlich jetzt aus, dass wir mit dem Gegner kooperieren. Ich kann bei Geschke selbst auch noch gewisse Dinge einschalten. Zum Beispiel, wie schnell er fahren soll, ob er angreifen soll. Dann kann ich ihm die Rolle Anführer für die Gesamtwertung geben. Ich kann ein Gel nehmen, blau und rot. Das seht ihr rechts unten auch in diesen Fläschchen innerhalb des Kreises. Ich kann auf unseren Captain Martin warten. Und das war's schon. Ich kann aber auch die Gruppe hinten oder einzelne Fahrer hinten steuern. Ich könnte jetzt zum Beispiel, und vielleicht mache ich das jetzt, weil das Feld hat nur 1,25 Rückstand. Vielleicht sagen wir einem Teamkollegen, dass der noch mit nach vorne fahren soll, weil wir dann noch einen Teamkollegen vorne mit dabei hätten. Vielleicht wäre das ganz cool. Das müsste Perez sein, das ist Benjamin Thomas. Den könnten wir doch dabei haben. Ich sage jetzt mal Thomas, dass er angreifen soll. So. Während wir hier vorne natürlich weiterfahren. Jetzt gucken wir mal, ob Thomas gleich angreift. Wir probieren das jetzt einfach. Ich sehe die Gefahr jetzt nicht, dass der das ganze Feld mitnimmt. Schön am Fluss hier entlang. Also grafisch muss man sagen, macht das wirklich was her. De Laplace versucht jetzt auch an unsere Gruppe aufzuschließen. Wir können es mal umdrehen, den müssten wir eigentlich schon sehen. Da hinten kommt er um die Kurve, da sehen wir ihn. Und da wäre es jetzt geil, wenn Thomas mit dem eigentlich mitfahren würde. Aber Thomas ist immer noch im Feld. 2 Minuten hat das Feld noch Rückstand. Jetzt gucken wir mal nochmal auf Kreis. Ob, ja, die, das ist eigentlich noch zu sehen, dass er hier angreifen soll. Wir können das Perez jetzt auch mal sagen. Vielleicht ist Thomas auch ganz weit hinten im Feld zu sehen. Und deswegen kann er gerade nicht. Was ich noch nicht ganz checke ist, ich möchte ja hier mit denen mitarbeiten. Muss ich das jetzt alles manuell machen? Wahrscheinlich nicht. Jetzt sehen wir Thomas und Perez. Beide greifen jetzt an. Okay, jetzt sind es beide. Aber vielleicht können die gemeinsam eine Gruppe bilden. Das fände ich jetzt sehr, sehr cool. Wenn wir hier ein bisschen Unterstützung bekämen. Dann könnten wir uns nämlich ein bisschen ausruhen hier in der Gruppe. Und unsere Teamkollegen arbeiten lassen. Ich hoffe, das Peloton fährt nicht hinterher. So, wir vorne harmonieren nicht. Das heißt, ich werde das Ganze jetzt mal mit dem Vorspulen beeinflussen. Ich sage Geschke, dass er mit den Gegnern eben kooperieren soll. Na, wobei, eigentlich soll er nicht mit den Gegnern kooperieren, weil er ja auf seine Kollegen hinten warten soll. Die Frage ist nur, können die sich vom Feld lösen oder nicht? Gruppe Perez, also ich würde Perez jetzt mal sagen, Tempo 100 und Thomas Tempo 70. Und jetzt sehen wir rechts oben, ich kann Schnellvorlauf machen, also ich kann vorspulen. Das machen wir jetzt mal. Dann sehen wir, wie sich es entwickelt. Thomas und Perez sind jetzt zusammen. Das heißt, ich werde beiden jetzt sagen, dass die Tempo 100 fahren sollen. Jetzt spule ich wieder vor. Das heißt, Geschke macht jetzt das, was wir ihm gesagt haben. Also sprich, er kooperiert jetzt nicht mit der Gruppe. Ihr seht es, er geht nicht durch die Führung. Er bleibt hinten an letzter Position.
Okay, das hat schon mal nicht funktioniert, was wir wollten. Perez und Thomas sind wieder im Feld. Okay, dann schalten wir es jetzt aus. Dann sagen wir jetzt, dass sie Martinez schützen sollen und was können wir noch machen? Könnten es nochmal probieren mit einem Fahrer, aber das machen wir jetzt mal lieber nicht. Grenzenlosen Widerstand haben die anderen eingestellt, ne? Dann stellen wir das bei den beiden auch ein. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, weil immer noch dieser gelbe Hintergrund ist, aber das heißt wahrscheinlich nur, dass ich was geändert habe. So, jetzt spulen wir mal weiter vor. Ich hoffe, dass wir uns jetzt vom Feld lösen können. Ich kann bei Geschke jetzt natürlich auch einstellen, dass ich mit den Gegnern kooperiere. Und dann sehen wir jetzt hoffentlich gleich den Unterschied, dass wir nämlich mit durch die Führung gehen. Schaut euch das an. Jetzt gehen wir nämlich auch nach vorne und bleiben nicht an der letzten Position hängen. So, Feld, 2 Minuten Vorsprung. Rückstand natürlich auf uns. Das steigt jetzt 2,5, 3 sind wir gleich. Das ist super. Das heißt, die Gruppe steht. Wir können jetzt vorspulen. Wir bleiben natürlich einfach mit dabei. Spulen jetzt vor, bis es bei der nächsten Bergwertung um die Action geht. Hinten im Feld passiert jetzt nichts. Also das mit den Angriffen hinten, das war natürlich jetzt nicht so clever, weil wir natürlich das Feld ein bisschen schneller dadurch gemacht haben. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie das funktioniert. Und es hätte ja auch klappen können, dass wir noch zwei Fahrer von uns mit nach vorne schicken. Und das hätte uns auf jeden Fall geholfen. Dann hätten wir mit Geschke nämlich gar kein Tempo gemacht vorne und hätten einfach die Teamkollegen arbeiten lassen. 6 Minuten Vorsprung jetzt schon. Also ich behaupte mal, dass die meisten Bergwertungen auf jeden Fall an die Gruppe gehen werden. Das wird jetzt nicht mehr zu vermeiden sein. Die letzte ist ja die wichtigste, die Zweierbergwertung. Ob wir da noch vorne sind, weiß ich nicht. Ich hoffe es auf jeden Fall. So, jetzt kommt gleich die nächste Bergwertung. Das heißt, ich werde jetzt das Steuer wieder übernehmen. So, man merkt direkt, dass ich wieder am Steuer bin, weil es erstmal völlig katastrophal ist. So, wir fahren jetzt hinterher. Es sind noch 4 Kilometer bis zur Bergwertung. Jetzt habe ich natürlich deutlich mehr Gegner gegen mich. Muss ich mal gucken, wer eigentlich ein guter Bergfahrer ist. Also Eckhoff ist eher ein Sprinter, würde ich sagen. Klassikerfahrer. Andersen müsste keine Konkurrenz sein. Oss ist natürlich auch schon relativ schnell. Und der andere ist Della Plas. Ich glaube, dass Della Plas fast der stärkste Gegner ist für so ein Terrain. Aber wir werden sehen. So, die Côte de San Juan de Gazelugacce. Wahrscheinlich spricht man es exakt so aus. 6,5 Minuten Vorsprung haben wir schon, sehen wir links. 2,9 Kilometer noch bis zum Berg. Wir sehen auch, dass es 2 Punkte gibt. Es ist ein Berg der dritten Kategorie. Sehen wir alles links bei der Gruppe Geschke, dass wir zu 5 sind. Also die Informationen hier, die können sich wirklich sehen lassen. Rechts unten sehen wir dann, aktuell folgen wir einem Fahrer und wir sehen 7,8% Steigung aktuell. Und was ich richtig geil finde, rechts eben ist die Grafik, dass wir den aktuellen Berg sehen. Das heißt, ich weiß genau, wo es steil ist. Am Ende wird es wieder ein bisschen flacher. Das kommt uns nicht so zugute. Wir müssen also im steilen Stück, wo es rot ist, versuchen, den Gegnern eigentlich schon weh zu tun. So, 15 km/h fahren wir aktuell. Der blaue Balken ist voll sozusagen und der rote ist voll, also der Angriffsbalken, das ist jetzt das Wichtigste. Und beide Gels haben wir noch. Da können wir jetzt dann nach der Bergwertung vielleicht schon eins verwenden. Wir bekommen nämlich in der Verpflegungszone jeweils nochmal ein Gel in Blau und in Rot dazu. So, was macht jetzt Della Plas? Fährt der nach vorne? Nein. Das heißt, wir haben aktuell das perfekte Hinterrad, denn Andersen ist jetzt vorne. Wir sind an zweiter Position und können gleich anfangen zu attackieren. Ich schaue jetzt nur, ob gleich nochmal eine Kurve kommt. Jetzt sind es 10% Steigung. Jetzt wird es richtig steil. Das ist zum Beispiel jetzt was, was dem Oss gar nicht liegt, weil der natürlich ein bisschen schwerer ist. Jetzt sind es noch 1 Kilometer. Ich frage jetzt auch, ob die überhaupt mit mir mitkämpfen um die Bergwertung. 900 Meter. So, jetzt Eckhoff. Will der nach vorne? Will der attackieren? Sieht fast so aus. 800 Meter noch. 700 Meter noch. Jetzt fahre ich mal nach vorne. Und es kann sein, dass da jetzt gleich jemand mit attackiert. Ich werde da auf jeden Fall versuchen. Ja, Della Plas. Also, wie ich vermutet habe, ist Della Plas wahrscheinlich der größte Gegner hier. Aber auch den scheinen wir problemlos abzustellen, oder? Der kommt doch nicht mehr ran, oder? Kommt der da nochmal? Nein. Da kommt keiner mehr. Wir können ja nochmal einen Tigersprung machen. Auch wenn es nicht nötig ist. Aber ich wollte es euch mal zeigen, dass das auch geht. Und damit sind wir vorne. Jetzt warten wir natürlich wieder. Andersen ist Zweiter geworden. Wir haben jetzt 3 Punkte mit Geschke schon geholt. Also, mir persönlich ist das echt wichtig, dass wir direkt von Anfang an das Bergtrikot übernehmen. In der Hoffnung, dass wir dann auch relativ. Hoppala!
fast in der Kurve gestürzt, in der Hoffnung, dass wir dann auch relativ weit vorne starten können. So, jetzt fahre ich wieder im Windschatten von Eckhoff. Hoffe, dass das hier einfach so ist wie im Cycling Manager, dass man in der ersten Reihe startet, wenn man das Trikot hat. So, wir haben Ost verloren. Wie ich gesagt habe, dem fällt das schwer natürlich, wenn es so steil ist. Jetzt haben wir Ost verloren, aber ich denke, dass wir wieder warten werden auf ihn. Denn wir sind ja deutlich stärker, wenn wir den Ost mit dabei haben. 23 Sekunden ist er hinter uns, das fällt 6 Minuten. Ja, da wird jetzt schon gewartet auf ihn. Dürfte gleich wieder da sein. Da hinten ist er schon. So, wann kommt jetzt eigentlich die nächste Bergwertung? Wir spulen jetzt einfach mal vor. Wir kooperieren natürlich wieder mit unseren Kollegen. Das Profil würde ich jetzt eigentlich gern wieder sehen. Da kommt's. Okay. Jetzt kommt dann die Verpflegungszone, dann die Sprintwertung. Wir haben also Zeit bis zu den nächsten Bergwertungen. Vorsprung sieht gut aus. Die Gruppe harmoniert gut. Oss ist auch wieder da. Das sieht doch jetzt ganz gut aus. Bei der Verpflegungszone glaube ich eigentlich, dass wir automatisch nochmal diese Flaschen hier bekommen. Aber was ich jetzt mal sagen würde, ist, wir verpflegen uns jetzt erstmal mit diesem blauen Gel. Ich weiß nicht, ob das nötig ist, aber ich glaube, wir kriegen noch mal eins. Deswegen baller ich das jetzt erstmal raus. So, das ist jetzt weg. Ihr seht es, es ist grau. Und jetzt schalten wir wieder zum Modus, dass wir hier mitarbeiten. Und ich hoffe jetzt ehrlich gesagt, dass wir das blaue Gel hier bekommen. Ich weiß nicht, ob ich da was machen muss. Nee, wir haben es bekommen. Seht ihr das? Blaue Gel ist wieder da. Das rote ist natürlich immer noch da, weil wir das ja schon hatten. Da kriegen wir jetzt, glaube ich, nicht zwei, sondern wir haben einfach eins, weil wir es nicht eingesetzt haben. Sehr gut. Blaue Gel nochmal genutzt. Haben wir zwar nicht gebraucht, aber hat jetzt auch nicht geschadet. So, hinten im Feld. 4,5 Minuten. Ich hoffe, dass wir die letzten zwei Bergwertungen auch noch mitkriegen, ehrlich gesagt. Und natürlich wünsche ich mir auch im Laufe der Tour einen Etappensieg mit Simon Geschke. Das wäre natürlich richtig geil. Aber Hauptziel ist das Bergtrikot. Wenn da ein Etappensieg mit rumspringt, dann nehmen wir den natürlich mit. Aber es ist jetzt nicht unbedingt so, dass wir das als Ziel ausrufen würden. So, fällt nur noch 3 Minuten 30 hinter uns. Also die machen jetzt ganz schön Dampf. Und jetzt gibt es gleich den Zwischensprint. Da gehe ich jetzt mal mit rein. Ich nehme jetzt mal das Hinterrad von Eckhoff. Der Zwischensprint ist zwar jetzt nicht wichtig für uns, aber ich würde sagen, ich fahre einfach mal mit, falls die sprinten. Nicht, dass die alle sprinten und ich nicht und dann habe ich keine Chance mehr hinterherzukommen. Deswegen fahre ich da jetzt mal mit. Gucken wir mal hinter uns, alle in einer Reihe. Wer ist der Stärkste im Zwischensprint? Ich würde fast sagen Eckhoff, deswegen habe ich eigentlich schon das richtige Hinterrad. Ich sprinte jetzt, wie gesagt, nicht mit. Ich versuche bloß das Hinterrad zu halten. So, Platz 4. Damit gibt es 13 Punkte für uns in der Zwischensprintwertung, beziehungsweise in der Sprintwertung, in der Punktewertung, wie sie heißt. So, das hat mir jetzt nicht so viel Kraft gekostet. Ihr seht es, der rote Balken hat ein bisschen an Energie verloren, aber wirklich nur ein bisschen. Der wird jetzt auch wieder gefüllt. Die Gegner haben sicherlich jetzt mehr Energie verloren, vor allem Andersen, der hat er da ordentlich reingehauen. Aber das kommt uns hier nur zugute. Hinten sehen wir jetzt, wie die anderen Plätze weggehen, finde ich grafisch wunderschön dargestellt. Ewan 8., Cavendish 9., wir sehen hier die ganzen Sprinter. Die haben auf jeden Fall bei der Sprintwertung versucht, die maximalen Punkte zu holen, die noch verfügbar waren. Jetzt geht es wieder bergauf. Und jetzt geht es wieder um unsere wichtige Wertung, nämlich die Bergwertung. 2,44 noch vorm Feld. Das ist noch relativ gut mit dem Vorsprung, würde ich sagen. Eckhoff haben wir jetzt abgestellt. Eckhoff kommt nicht mehr mit. Das heißt, ein Gegner weniger. So, ich steige jetzt wieder ein und steuere mich selbst. Der Laplace wahrscheinlich mein großer Konkurrent. Noch 2,7 Kilometer bis zum Berg. Das Feld 2,49 hinter uns. Also die Bergwertung werden wir auf jeden Fall noch holen können in der Gruppe. Berg der dritten Kategorie gibt also 2 Punkte für den ersten und einen für den zweiten. Ich hoffe so sehr, dass wir die letzte Bergwertung auch noch kriegen. Weil da gibt es natürlich mehr Punkte. Ich glaube 5 für den ersten. Und die 5 würde ich schon sehr, sehr gerne noch holen. So, 1,4 Kilometer noch. Ich würde sagen, dass wir jetzt dann in die Offensive gehen. Weil es jetzt dann auch ein bisschen steiler wird. Und der wird auch gleich angreifen, der Delaplace. Da bin ich mir sicher. Muss jetzt auf jeden Fall mal nach vorne fahren. Und jetzt sind es doch 800 Meter. Und ich würde sagen, jetzt wären wir auch gleich. Oh, jetzt greift Andersen an. Der will also die Bergwertung auch. Aber die haben gegen uns keine Chance, muss man sagen. Schaut euch das mal an.
Wir haben alle gegen uns nicht wirklich eine Chance, weil die einfach der beste Bergfahrer sind. Sieht man ja auch an der Körperstatur. So, den Tigersprung sparen wir uns jetzt. Und ich würde fast sagen, auch wenn ich mich super schwer tue, alleine in der Abfahrt, dass wir das jetzt versuchen durchzuziehen. Wir warten jetzt nicht auf unsere Begleiter, sondern wir versuchen das jetzt durchzuziehen bis zum nächsten Berg. Die Power haben wir eigentlich dafür, oder? 17 Sekunden Vorsprung auf de la Place. Das ist die Gruppe hinter mir. Also jetzt gucken wir mal, wie sich das entwickelt bergab. Kann sein, dass ich da automatisch eingeholt werde, weil ich das einfach noch nicht so gut kann. Ich fahre immer wieder auf die Wiese. Das ist wirklich faszinierend. 18 Sekunden, 19 Sekunden. Ist die Frage, kann ich das jetzt durchziehen bis zur Bergwertung oder sollte ich auf die Gruppe warten? Ist schon noch ein Stück. Aber ich würde sagen, wir ziehen das durch, oder? Ich meine, das ist ja quasi unsere Ziellinie. Und ich würde sagen, da geben wir jetzt Gas. Wir sind am Berg eh stärker. Noch tun wir uns schwer. 16 Sekunden Vorsprung. Aber sobald es wieder bergauf geht, glaube ich, sind wir eh schneller als die Konkurrenten hinter uns. 15 Sekunden. Wir ziehen das jetzt eiskalt durch. Der blaue Balken schwindet natürlich extrem. Ist uns aber jetzt erstmal wurscht, weil den kann ich ja wieder auffüllen mit meinem Gel. 15 Sekunden Vorsprung, da hinten ist die Gruppe. Ich würde das jetzt gern durchziehen. 2:30 vom Feld. Eckhoff ist jetzt auch hinters Feld zurückgefallen. Also der hat ordentlich gelitten in der Gruppe. Das kann man ganz klar sagen. Nizzolo übrigens ein Sprinter. Ist in der fünften Gruppe. Also der ist jetzt auch nicht mehr im Hauptfeld. Könnte schon sein, dass das am Ende die Sprinter unter sich ausmachen. Sowas, so einer wie der Pedersen kann so ein Ding schon gewinnen. So, in 5 Kilometer gibt es die nächste Bergwertung. Wir sind immer noch 15 Sekunden vorne. Ziehen das jetzt definitiv durch. So, ich werde aber jetzt parallel dieses blaue Gel verspeisen. Ihr seht rechts, wie das blaue Gel kleiner wird und gleich grau wird. So. Und der blaue Balken ist dadurch ein bisschen größer geworden. Viel größer aber nicht, muss ich sagen. So, und jetzt, glaube ich, sind wir durch. Jetzt geht's bergauf. Ja, und jetzt wird der Gegner richtig abgehängt. Oss ist abgehängt, de la Place. Die Gruppe de la Place wird abgehängt von uns. 50 Sekunden schon. Also wir geben jetzt richtig Gas. Wir fahren jetzt hier fast schon als Solo dem Etappensieg entgegen. Vorsprung auf die. Aufs, oh, Pogacar. Gruppe Pogacar gibt's. Hat Pogacar hier attackiert? Oder was ist hier los? Meine, bis zum Ziel werde ich es nicht durchziehen können. Dafür ist der blaue Balken zu klein. Aber das ist ja auch nicht unser Ziel. Unser Ziel ist hier oben die Bergwertung. Und die werden wir uns jetzt auf jeden Fall holen. Jetzt auch mal ein bisschen den Einsatz drosseln. So, das sieht doch gut aus. Schön um die Kurven. Pogacar hat attackiert, aber es scheint, als wäre er wieder im Feld zurück. Und das Feld ist 2 Minuten hinter uns, noch 28 Kilometer. Hätte ich jetzt noch ein bisschen blauen Balken übrig, würde ich sagen, das könnte man durchziehen, aber das wird nicht reichen für uns am Ende. Da verbrauchen wir jetzt natürlich viel zu viel Energie. Ich mache es jetzt mal ein bisschen langsamer. 2 Minuten haben wir jetzt auf die Gruppe de la Place rausgefahren. Schaut euch das mal an. Die Gruppe, mit der wir vorher zusammengefahren sind, die ist jetzt komplett eingeholt worden vom Feld. Und da hat Pogacar schon wieder attackiert, oder? Da geht es ja zur Sache. 2 Minuten Vorsprung, noch 1 Kilometer bis zum Gipfel, das reicht auf jeden Fall. Feld kommt jetzt deutlich näher. Wieder gibt es eine Gruppe Pogacar. Also entweder greift er ständig an oder es reißt einfach. Wir sehen auch, Caden Groves ist abgehängt worden. Und die Gruppe de la Place, also die sind jetzt auch alle hinterm Feld. Und wir werden jetzt fast schon, also vorm Gipfel, das wird richtig eng. 1 Minute noch, die kommen jetzt schon hinter uns. Da hinten sehen wir sie schon um die Kurve rum. Aber da ist die Linie, für uns die Ziellinie, nämlich der Berg der zweiten Kategorie. Gruppe Konrad gab es jetzt auch kurzzeitig mal. So, und jetzt sind wir hier in der Abfahrt drin. Haben fast keinen blauen Balken mehr. Und sind damit kurz davor einzubrechen. Konrad wird Zweiter vor Sivakov und Higuita. Also wir könnten das jetzt eigentlich durchziehen, 25 Kilometer noch, aber wir haben keinen blauen Balken mehr. Also werden wir gleich eingeholt. Das ist aber in Ordnung, denn wir wissen ja, die Captains lassen
jemanden lieber wegfahren, wenn er attackiert, wenn er in der Gesamtwertung einen ordentlichen Rückstand hat. Und den Rückstand werden wir uns jetzt mit Geschke gleich einhandeln. So, und das werde ich jetzt über die Automatikfunktion machen. Ich werde Geschke jetzt sagen, dass er auf die Folgegruppe warten soll. Das heißt, er schont sich jetzt, bis das Peloton kommt. Es macht keinen Sinn, das jetzt durchzuziehen solo. Da haben wir keine Chance. So, wir ziehen das jetzt durch. Die Folgegruppe müsste jetzt eigentlich gleich kommen. 35 Sekunden sind sie noch hinter uns. 20 Kilometer noch bis ins Ziel. Sehr schade, dass wir. Der blaue Balken ist jetzt zwar wieder da, aber das Feld ist jetzt auch da. Also, wir haben uns da jetzt schön geschont und wir sehen, Trek Segafredo macht Tempo. Die fahren für Pedersen, ist ja ganz klar. So, was machen wir jetzt für eine Einstellung bei Geschke? Ich würde sagen, Tempo. Tempo 50. Das heißt, Geschke fährt jetzt gemütlich. Und eigentlich müsste er aus dem Peloton jetzt dann auch rausfallen. Moment mal. Es gibt hier diesen Bergsprint. Gibt es hier jetzt auch Punkte fürs Bergtrikot? Das kann natürlich sein. Das kann sein, dass das quasi. Ja, das ist ein Berg der dritten Kategorie, natürlich. Okay. An Planungsänderung. Wir müssen da jetzt eigentlich mit attackieren. Aber das wird natürlich jetzt schwierig für uns. Da vorne sind. Nee, ist keine Chance. Da haben wir jetzt keine Chance. Seht ihr das? Wie da vorne gesprintet wird um die 8 Sekunden für die Gesamtwertung. Da haben wir ja quasi keine Chance. Ich komme jetzt hier auch nicht mehr vorbei an den Leuten. Da vorne bildet sich sogar eine Gruppe. Das ist ja der Wahnsinn. Ich werde da keine Chance haben, Punkte zu holen. Aber ich werde es jetzt trotzdem mal versuchen. Ich fahre jetzt mal mit Ciccone mit. Nee, ich breche jetzt auch ein, was den roten Balken angeht. Schaut euch das mal an. Ja, okay, da war der Wunsch. Da ist ja Pogacar ganz vorne. Okay. Nee. Dann gehen wir wieder ins Menü rein und sagen Geschke, Tempo 50. Wir schonen uns jetzt und ruhen uns aus. Die Bergwertung geht an Pidcock vor Vingegaard und wir haben jetzt einen Einbruch, deswegen wird es grau. Wir haben keinen roten und keinen blauen Balken mehr. Und jetzt fahren wir gemütlich ins Ziel. Schonen uns. Hier ist das Hauptfeld. Die Frage ist, ist überhaupt noch eine Gruppe vorne? Nein, es ist keine Gruppe vorne. Letzter Kilometer. Das ist ja krass. Das heißt, ich bin in der Gruppe mit 28 Mann. Jetzt gibt es den Sprint. Da fahre ich jetzt einfach mal mit. Würde ich sagen. Irgendein Hinterrad bräuchte ich vielleicht. Ich krieg keins gerade. Da geht es jetzt um den Etappensieg. Da haben wir natürlich keine Chance. Aber wir fahren jetzt mal mit. Wir machen jetzt mal, was möglich ist. So, jetzt sind wir im Ziel. Haben wir also keinen Zeitrückstand uns eingehandelt. Aber das hat sich jetzt so ergeben. Eigentlich wollte ich das machen. Aber da wir ja auf der zweiten Etappe wahrscheinlich eh nicht in die Gruppe gehen wollen, ist das eigentlich egal. So, jetzt kommen die ganzen Fahrer noch ins Ziel. Noch 148 Fahrer im Rennen. Und Nizzolo befindet sich noch 17 Kilometer vor dem Ziel. Ja, das ist natürlich krass. So, jetzt haben wir kurz Kreis gedrückt hier auf dem PlayStation 4 Controller und damit wird die Etappe jetzt zu Ende simuliert. Noch 100 Fahrer im Rennen. Wir sehen unten auch, welche Fahrer von uns noch im Rennen sind. Jetzt sind alle im Ziel. Ja, das hat doch jetzt schon mal ganz gut funktioniert. Wir haben jede Bergwertung gewonnen. Wir sind im Bergtrikot und wir sind sogar mit der ersten Gruppe ins Ziel gekommen. Auch wenn das nicht unser Ziel war, aber ich glaube, da können wir positiv in die Zukunft blicken. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung vom letzten Kilometer, wie wir irgendwie versucht haben, da mitzusprinten. Am Ende sind wir Vorletzter in der Gruppe geworden, glaube ich. Ja. Sepp Kuss könnte das sein, der als Letzter noch reingekommen ist. So, Wiederholung beenden, zum Ergebnis gehen. Ja, jetzt wollen wir das Ergebnis sehen. Das wird nämlich auch sehr schön dargestellt, wie ich finde. Da werden wir jetzt gleich sehen, die Siegerehrung. Wer hat gewonnen? Ist das Van der Poel, ja, wahrscheinlich. Ja. Bedeutet, er ist auch Träger im gelben Trikot. Er ist auch Erster in der Punktewertung. Aber in der Bergwertung, Leute, schaut mal an, das sind wir. Simon Geschke bekommt das wunderschöne gepunktete Trikot. Und hier hat er es schon an. Sehr, sehr cool. So, was ist das für eine Wertung? Teamwertung wahrscheinlich.
Das Ineos vorne. So, und jetzt geht's zu den Ergebnissen. Das sehen wir, Van der Poel gewinnt also vor Higuita und Van Aert. Die bekommen hier ihre Sekunden natürlich. Hier haben auch noch ein paar Leute Sekunden bekommen, weil sie diesen Zwischensprint da geholt haben, diesen Bergsprint da. Yates, Pidcock und Vingegaard. Oh, Vingegaard 5 Sekunden bekommen. Wo ist Pogacar? Der ist Etappenvierter geworden, hat aber keine Bonussekunden bekommen. Das heißt, Vingegaard hat schon 5 Sekunden Vorsprung auf Pogacar. Also wir werden die Gesamtwertung hier definitiv verfolgen, auch wenn wir da keine Rolle spielen werden. Schauen wir die Zeitabstände an. Ja genau, wir waren der Letzte in der Gruppe und Sepp Kuss ist abgefallen, hat 20 Sekunden verloren tatsächlich noch. Gian Martin und Yon Izagirre von uns, unsere Teamkollegen, sind auch in der ersten Gruppe gewesen. Also die können auf Gesamtwertung fahren, während wir natürlich uns aufs Bergtrikot konzentrieren. Und da werden wir uns jetzt gleich mal die Wertung anschauen. 10 Punkte haben wir geholt, Konrad hat 3 geholt, Andersen 2, Sivakov 2, Pidcock 2, Higuita 1 und Vingegaard 1. Ja, also aus unserer Gruppe hat nur Andersen 2 Punkte geholt. Sehr cool. Also das ist gut gelaufen und in diesem Sinne mit Blick auf, oh, Kampfgeist, wir sind auch kämpferischer Fahrer geworden. Dann haben wir die rote Rückennummer. Bin ich sehr gespannt, ob das tatsächlich dann auch auf der zweiten Etappe zu sehen ist, dass wir das Bergtrikot haben und die rote Rückennummer. Die zweite Etappe gibt es natürlich morgen, also immer parallel zu den echten Etappen der Tour de France gibt es auch hier in diesem Spiel die Etappen. Ich hoffe, euch gefällt das Let's Play. Auch wenn ich hier wirklich Anfänger bin in diesem Spiel, muss ich ganz klar sagen, beim Cycling Manager würde ich mich mal so als kleiner Halbprofi bezeichnen. Aber hier in dem Spiel bin ich wirklich ein Anfänger und deswegen nur auf Schwierigkeit Profi. Ich hoffe trotzdem, dass es euch Spaß macht. Dann sage ich nur, bis zum nächsten Mal auf Slalom.